Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Dienstbeginn für die Kommissare Tobias Groß und Laura Rubach vom Kriminaldauerdienst, kurz KDD. Ihr Job ist es, an den Tatorten als Erste die Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Am Anfang jeder Ermittlung steht für uns immer das Ziel, einen Täter zu bekommen. Das ist ein ungemeiner Antrieb. Und ich glaube, wenn man den nicht hatte, dann hat man beim Kriminaldauerdienst nichts zu suchen. Ja. Entschuldigt. Gruß, KDD. Jawohl. Ja, richtig. 0.30 Uhr. Die Zentrale meldet einen Unfall. Ja, wir haben gerade über Funk die Mitteilung bekommen, dass in Magdeburg eine Person mit Blutanhaftung auf der Straße liegt und in unmittelbarer Nähe dazu eine Schusswaffe. Deswegen verlegen wir jetzt zügigst nach Magdeburg, um alle Personen, die vor Ort sind, noch befragen zu können, damit uns nichts durch den Lappen geht. Tobias Groß informiert sich bei Kollegen vor Ort und spricht sofort mit einem Zeugen, der das Opfer gefunden hat. Seine Erinnerungen sind noch frisch und helfen bei den Ermittlungen. Hallo, Herr Gruß vom Kriminaldauerdienst Magdeburg. Sie haben gemeldet eine Schlägerei mit einer Person am Boden. Ist das richtig? Alles klar, ja. Erzählen Sie mir mal, geben Sie mir mal einen groben Abriss, was passiert ist. Okay, haben Sie einen Schuss gehört? Alles klar. Bleiben Sie alle vor Ort, wir kommen hin. Bis gleich, ciao. Sag mal jetzt, was du machst. Die drei Zeugen stehen vor Ort. Wir lassen erstmal alles ringsum absperren. Alles klar. Und dann berühren wir uns erstmal alles, was wir brauchen. Der Typ ist jetzt im Rettungssani. Ja. Ja, wird erstmal behandelt. So schnell wie möglich müssen wir erstmal gucken, wo die Patronen liegen. Ja, und dann das war das alles, okay. Sprechen wir uns erstmal ab. Die Schützer sind vor Ort, nehme ich mal an. Ja, okay, alles klar. Man muss jetzt hier irgendwo mal, gleich rechts sein. Ja, musst du mir nochmal sagen. Da, wo am meisten Auflauf ist, wird es sein. Alles klar. Okay, Laura. Gut. Dann gehen wir erstmal vor und dann. Such dir den. Und schnacken mit denen erstmal? Ja, machen wir so. Ich lass mich einweisen und sag dir dann Bescheid. Genau. Mit jeder Einsatzanforderung geht in meinem Kopf dann schon vor, okay, wie komme ich jetzt an den Täter ran? Ja, und das fesselt mich dann in dem Moment der Art. Ich möchte am liebsten alle Informationen gleich haben und alles auf einmal machen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich einen Zeugen befrage. Ich muss wissen, was am Tatort los ist, ich muss wissen, was die Zeugen sagen, was der Geschädigte sagt. Weil nur dann kann ich die Brücke kriegen zum Täter, den ich ja haben will. Polizei, Kriminaldauerdienst. Ach so, okay. Sag mir mal, wer kann mir hier ein bisschen was erzählen? Da vorne. Okay, das sind die Zeugen? Ja. Okay. Dann schnapp ich mir die mal. Oder wie nimmst du die? Ja. Alles klar. Gut. Und ich spreche. Laura Rubach übernimmt die Befragung des Zeugen. Das Opfer befindet sich im Rettungswagen. Die Sanitäter behandeln den Mann. Dann würde ich gleich mal mit Ihnen sprechen. Ja, Rubach, mein Name, vom Kriminaldauerdienst Magdeburg. Mein Kollege hatte, glaube ich, eben schon mal mit Ihnen telefoniert, ist das richtig? Es geht erstmal darum für uns, dass wir so ein paar erste Informationen bekommen, was Sie jetzt feststellen konnten, dass Sie mir ein bisschen was erzählen. Was haben Sie gesehen, was haben Sie gehört, was haben Sie gemacht als nächstes? Ja, genau. Personenbewegung, das würde ich mir einfach mal aufschreiben. Personenbewegung sind die beiden Passanten hier links von mir besser wahrscheinlich. Ja. Ich habe erst, ich war in meinem Zimmer, als ich das gehört habe. Wo ist denn das? In dem Haus? Drei Stockwerke über okay, Hausnummer. Der Seite. Und im Endeffekt haben wir da eigentlich nur gehört, lasst mich in Ruhe, und dann kam... Gleich mal meine Frage, als Sie oben das gehört haben mit dem lasst mich in Ruhe und diese Geräusche, haben Sie da rausgeguckt aus dem Fenster auch oder haben Sie das erstmal nur... Das Blöde ist, mein Fenster reicht nicht weit genug, um da den Winkel zu sehen, das war zu dunkel. Okay. Und die Person, können Sie mir nochmal beschreiben, wie die da genau gelegen oder gesessen hat? Also, ich kann es Ihnen sogar zeigen. Ja, wir können, genau, das wäre am besten. Wenn wir jetzt hier, müssen wir auch gucken, ne? Genau, nehmen wir hier mal. Die Person lag so da. Auf, okay, ja. So auch in dieser Richtung, okay. Leicht kauernd, linke, sehr linke. Apathisch. Okay, jetzt sind wir linke Körperseite. Die Nase blutete stark. Beine. Und, also ich habe dann versucht, mit ihm zu reden, ihm Kontakt aufzunehmen. Er hat dann nichts gesagt. Was haben Sie denn gesagt mit ihm? Wie heißen Sie? Können Sie mich verstehen? Okay. Ja. Da kam dann allerdings nichts weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor der jetzt hier auskühlt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe zuerst mal den Notruf verständigt, habe dann auch gleich mit gefragt, wie es mit der Polizei ist. Und habe ihn dann erstmal in den Hauseingang hier mit reingebracht.
Bis Tobias Groß und Laura Rubach alle Spuren fotografiert und gesichert haben, bleibt der Tatort unverändert. Lage und Position von Gegenständen können Aufschluss über den Tathergang geben. Mehr hat er aber nicht gesehen, keine Personen, keine Fahrzeuge, also dazu konnte er keine Aussage machen. Aber an sich konnte er erstmal den Hergang schildern. Ja. Was hat er festgestellt? Eine Patrone hat er noch gefunden. Und genau, da müssen wir die weiteren Zeugenaussagen nochmal abgleichen und dann sehen, was uns das weiterbringt. Inzwischen hat Tobias Groß mit dem Opfer gesprochen. Er gibt die Informationen an Einsatzleiter Thomas Amtage weiter. Der ist hier lang gekommen und dann kam von mehreren Seiten Autos. Ja, haben wir vom Fahrrad runtergetreten, haben versucht, ihn in den Kofferraum runterzudrücken. Ja, haben sie nicht geschafft, dann hat er angefangen mit Polizei zu schreien. Ja, und dann hat man von ihm abgelassen und lag auf dem Boden, hat mehrmals auf den Körper eingetreten. Er sagt zu mir, Korn, ja, haben wir irgendwas zu dem Namen? Also zu seinem Namen? Ja, also irgendwie, ich habe jetzt das nicht mitgehört, muss ein deutscher Name sein. Ja, ja, weil er sagt mir, also der hat einen Wohnsitz. Der hat einen Wohnsitz. Den hat er aber abgemeldet. Er hat nur mal durchblicken lassen, dass er hier in Magdeburg eine Freundin hat. Mhm. Ja, über Wasser muss ja mal irgendeiner gucken. Der sagt mir nämlich nicht, wo er hergekommen ist. Mhm. Ja, und der drückt durch, der drängelt, der sagt mir ja auch nichts. Ja, der will auch nicht mehr ins Krankenhaus. Ja. Mhm. Da wird ein bisschen schwierig. Er sagt mir auch nicht, was das für ein Fahrzeug war, die angehalten haben. Das Opfer hat bei dem Überfall eine Kopfplatzwunde und mehrere Schnittwunden im Gesicht davongetragen. Mit der Polizei kooperieren will der Mann allerdings nicht. Tobias Groß versucht daher, an weitere Informationen zu kommen. Nee, sag mir, wenn du es haben willst, wohin du es haben willst, dann bring ich es dir. Ja, aber willst du uns die Adresse zeigen, dann bringen wir es dir gleich hin. Warte mal, willst du mir deine Telefonnummer geben? Dann rufe ich dich gleich an und sag dir, wann du es abholen kannst. Wie abholen einfach so? Nee, wenn ich jetzt an der Ecke stehe, rufe ich dich an, kannst du runterkommen, kannst du das. Aber ich brauche noch deine Telefonnummer. Wieso? Damit ich dich anrufen kann. Ja, es ist 2:05. Unser Ziel ist, den Sachverhalt aufzuklären. Es ist ja schon klar, dass hier ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur mal eine Schlägerei zwischen zwei Unbeteiligten. Ja, und um das aufzudecken, bedarf es jetzt natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Er will uns nichts sagen. Ja, und er ist hier in dem Fall der Geschädigte. Also haben wir auch keine Möglichkeit, ihn festzuhalten. Jetzt ist die Maßnahme, dass wir ihn gehen lassen und gucken, wohin er geht. Und wir fragen einfach mal diejenige, wo er geklingelt hat. Wir gucken jetzt, wo er hinläuft, ja, und befragen die. Weil er auf jeden Fall zu ihr jetzt geht, oder? Ja, jetzt geht er dahin. Hat er gesagt, ja. Hat er gesagt, ja. Tobias Groß und Laura Rubach folgen dem Opfer zu einem Wohnhaus in der Nähe. Hier soll eine Freundin wohnen. Zusammen mit Kollegin Celine Besecke wollen sie die Frau nach Hinweisen befragen. Da unten befinden sich Gegenstände von dem Geschädigten. Hatte überprüft auf Vollzähligkeit hin. Er hatte 4.500 Euro im Rucksack. Die wurden ihm entwendet. Mir gegenüber hat er angegeben, dass er es gewonnen hat im Joker vor 2 Tagen. Das ist ein Spielcasino. Ja, es war jetzt die Möglichkeit, mal unter 4 Augen mit ihm zu sprechen. Und das bringt uns jetzt in unseren Ermittlungen natürlich ein Stück weit weiter. Das Ermittlerteam teilt sich auf. Laura Rubach fährt zusammen mit Celine Besecke im Zivilfahrzeug. Tobias Groß mit dem Opfer im Streifenwagen. Das Ziel, die Wohnung der Ex-Freundin. Hier befinden sich weitere persönliche Gegenstände des Opfers. An einer Kreuzung stoppt der Streifenwagen. Das Opfer glaubt, das Täterfahrzeug wiedererkannt zu haben. 4.9. Die Motorhaube ist noch warm.